Man kann natürlich irgendwie sich irgendwo auf seine Couch schmeißen und irgendwie den ganzen Tag RTL 2 schauen, sozusagen anderen beim Leben zu sehen, aber schöner ist es doch, sein Leben selber zu leben. Jugendliche oder eben auch Erwachsene kennen ja viele Dinge überhaupt nicht. Und da braucht es manchmal Menschen um einen herum, die einem sagen, pass mal auf, da und da informier dich mal. Wenn man das Gefühl hat, so jetzt müsste doch jeder verstanden haben, wir sind genauso wie alle anderen Menschen auch. Und ob sie jetzt nur aus Bulgarien, aus Spanien, aus Marokko, der Türkei oder Russland kommen, das macht keinen Unterschied. Man wird immer Menschen finden mit einer Biografie, die es ganz, ganz schwer hatten, vielleicht sogar schwerer als man selbst. Und das Schöne ist, diese Menschen haben es trotzdem geschafft. Und ich denke, das ist schon Motivation genug, egal wie mich die Menschen da draußen behandeln. Es gibt trotzdem irgendeinen Weg und die Person hat es bewiesen. Was mache ich, wenn ich die Schule nicht beendet habe? Da nicht zu verbittern, das ist natürlich eine Herausforderung. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, das nicht als Ausrede zu nehmen. Ganz wichtig, es geht um einen selbst. Das ist der Punkt. Ich glaube, das muss einem bewusst werden. Geh es an. Es ist dein Leben. Mach was daraus. Denn es sind tausend und deine Chance.